Hallo liebe Elbgefahren-Nutzer, wir möchten euch ein neues Spiel vorstellen, und zwar Tentakel, der Delfin mit der Todeskralle. Im App Store findet man das Spiel eigentlich nur unter dem englischen Namen, aber wir haben euch oben den Link eingebaut, also einfach draufklicken, dann kommt ihr auch zum richtigen Spiel. Dabei handelt es sich um ein Spiel von Microsoft, Zusammenarbeit mit Press Play war das, glaube ich, und daraus ist das hier entstanden. Das soll es wohl auch schon für Windows Phones gegeben haben, soll da wohl auch gut angekommen sein. Auch ich finde das gut. Und wir gehen einfach mal, bevor wir aufs Spielen gehen, in die Level-Auswahl. Denn dann sieht man erstmal wirklich, was man machen muss. Man spielt sich hier durch 40 Level. Ich bin jetzt hier gerade erst in Level 6, das macht aber nichts. Ja, wie gesagt, man durchläuft hier den Körper des Wissenschaftlers, Dr. Pluff. Kann hier noch eine Geschichte hinzukommen für 79 Cent. Das muss man allerdings nur optional machen. Das spielt keine Rolle im Spielverlauf. Und wir gehen einfach mal hier ins aktuelle Level rein. Und dann liegt das hier kurz. Wir tippen einmal drauf und können dann starten. Wir spielen hier dieses Auge. Und das hat hier 3, 4 Tentakeln, Greifarme. Und kann sich halt mit einem Klick hier fortbewegen. Denn dann wird immer ein Greifarm ausgefahren und hält sich dann auch dort fest, wo man halt hinklickt. Wie man sieht, bewegt sich hier was. Man sollte nicht dazwischen hängen bleiben, denn ansonsten muss man das Level neu beginnen. Es gibt Checkpunkte, das ist ganz praktisch. Jetzt sollte man halt sehen, dass man da möglichst schnell durchkommt. Und ja, das passt hier noch so eben. Manchmal muss man halt ein bisschen schneller sein, denn ansonsten kann man direkt von vorne beginnen. Wie man sieht, bewegt sich das hier. Natürlich sollte man nicht an diese Zahnräder hier kommen. Und wie gesehen, sammelt man hier auch ein paar Münzen ein, die am Ende auch die Bestleistung bestimmen. Das heißt, hat man alle eingesammelt, hat man halt dieses Ziel geschafft. Ansonsten eben nicht. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel solche, ja, was auch immer sein, so ein paar Objekte. Wenn wir hier einmal dran greifen, dann platzen die, so dass wir dort auch vorbei können, um uns hier den Weg durch den Körper zu bahnen. Man kann natürlich klugerweise, wie ich das hier gerade mache, die Teile erst zum Zerplatzen bringen und sich dann fortbewegen. Hier sammeln wir mal noch ein wenig ein. Wir müssen wahrscheinlich hier hoch. Genau. Machen die beiden mal hier kaputt. Und machen uns weiter auf den Weg. Da waren wir ein bisschen nah dran und haben ein bisschen Schaden genommen. Wenn man halt so viel Schaden erlitten hat, da muss man halt neu anfangen. Und wie man sieht, haben wir hier schöne Retina-Grafiken. Das Gameplay ist echt einfach, macht aber auch wirklich Spaß, sich hier durch den Körper zu wursten. Jetzt mal wieder ein wenig schneller, denn ansonsten haben wir gleich ein Problem. Es gibt Checkpoints, bis jetzt haben wir noch keinen gesehen. Hier können wir zum Beispiel mit unserem Greifarm das Auge rausreißen und sammeln hier noch ein paar weitere Punkte. Jetzt schnell durch. Man muss halt schauen, durch manche Stellen kann man, wie ich jetzt hier gerade, wie ihr gerade seht, schnell durch. Jetzt haben wir hier zum Beispiel so eine Herausforderung und dürfen keinen Schaden nehmen. Wir krallen uns mal hier fest. Das war, glaube ich, schon doof. Ja, aber wir müssen hier weg, wir müssen hier weg, wir kommen nicht weg. Doch, hier ist der nächste. Und damit ist die Herausforderung natürlich auch nicht erfüllt. Und am Ende des Levels bekommen wir dafür auch keine Punkte gut geschrieben. Und das sind hier übrigens die Checkpoints. Wow, da war er aber gerade schnell weg. Und jetzt haben wir einfach zu viel Schaden genommen und können jetzt hier am Checkpoint weitermachen. Und können hier die Herausforderung nochmal bestreiten. Und eventuell können wir das jetzt schaffen, weil wir ganz gut dabei sind. Jetzt geht es hier noch um die Ecke. Und dann ist hier auch gleich schon Ende. Und wir beeilen uns mal hier rüber. Und wie wir sehen, bekommen wir dort auch angezeigt, dass wir es geschafft haben und einen Bonus von 1000 Punkten gut geschrieben. Jetzt hier durch. Das ist natürlich etwas eng. Ich würde gerne noch das Levelende hier erreichen gleich. Hier wieder ein erneuter Checkpunkt. Wir müssen mal schauen, was es hier jetzt gibt. Die sind fies. Denn die verfolgen uns immer und können uns auch einfach mal ganz einfach einsperren. Und dann müssen wir direkt von vorne bzw. vom Checkpoint beginnen. Und hier ist das Levelende. Wir haben nur 24 von 62 Sternen eingesammelt. Jetzt möchten wir nicht die App bewerten. Sind einmal gestorben, und aber dafür haben wir die Herausforderung geschafft. Wir schauen einfach nochmal kurz ins nächste Level rein. Vielleicht gibt es ja hier nochmal ein paar Neuerungen. Schauen wir doch einfach mal hier durch. Auch hier durchwurstet man wieder. Ich weiß gar nicht, in welchem Körperteil wir gerade sind. Wir könnten irgendwo im Darm angelangt sein.
Natürlich sind die Grafiken auch immer individuell dem angepasst, in welchem Körperteil man gerade spielt. Und wir machen hier einfach mal den Schnelldurchgang und gehen hier oben lang. Das schließt sich wahrscheinlich. Genau, so ist es nämlich auch. Jetzt haben wir auch wieder oben die Herausforderung. Schauen wir, wir sollten vielleicht doch kurz hier bleiben. Und das war natürlich blöd. Herausforderung fehlgeschlagen, weil wir doch ein bisschen schnell waren. Dafür sammeln wir hier erstmal gut alle Münzen ein. Haben hier wieder den Checkpoint. Hier gibt es jetzt nochmal so ein paar Luftbläschen, die beeinflussen den Weg. Und ja, man wird halt immer in diese Richtung befördert. Das konnte man in anderen Leveln zum Beispiel noch extremer merken. Jetzt sind wir hier leider gestorben. Und das Hauptmenü bzw. das Menü ruft man einfach aus, indem man von unten ein Stückchen hochwischt. Und kann dann hier halt auswählen, ob man das Level beenden möchte oder ins Hauptmenü springen möchte. Und das ist auch eigentlich das Spielprinzip. Es ist relativ simpel, man kann hier noch den leichten Modus aktivieren, falls man vielleicht am Anfang erstmal ins Spiel hineinfinden möchte. Aber für geübte und eigentlich auch normale Spieler braucht man das nicht. Musik, Soundeffekte, wie immer. Insgesamt auf jeden Fall eine klasse Sache, auch von Microsoft, definitiv gelungen in Zusammenarbeit mit dem Press Play Studium. Und dafür gibt es auch eine Empfehlung und wir wünschen viel Spaß beim Zocken.